Netz und doppelten Boden will ich ganz kurz ein Video machen zum Thema Videoschnitt mit Premiere und Erstellen einiger Grafiken, die wir für diesen Videoschnitt brauchen mit Photoshop. Geht gleich los, folgendermaßen: als allererstes in Photoshop, wie es in fast jedem Programm ist, mit Datei neu, eine neue Datei erstellen. Die lassen wir in dem kleinen HD-Format 1280x720 Pixel, das sieht alles ganz gut aus. Sagen okay und wir erstellen uns der Einfachheit halber mal eine Schrift namens Titel und machen da ein paar rote Krickelkrakel drüber, damit ihr seht, dass man hiermit auch ganz gut zeichnen kann. Und haben als allererstes natürlich einen weißen Background, den kann man ein- und ausschalten, wenn man einen zweiten Layer hat, den fügen wir uns gleich hinzu. Dann mache ich den Background nämlich weg und füge diesen Layer hinzu, auf dem wir ein paar Krickelkrakel machen, in der Farbe Rot, mit der Größe 17 Pixel. Kann man hier alles hier oben schön ändern, kennt ihr ja sicherlich alles schon. Und erstellen uns dazu noch einen Text. Der heißt natürlich Titel, da ist er. Bei dem Bewegen-Werkzeug hat man die Möglichkeit, Transformationssteuerung mit einzuschalten. Und dann kann man hier oben diese Ecke anfassen und den Titel bewegen. Und wenn man das proportional möchte, machen möchte, nicht nur bewegen, sondern auch skalieren, dann kann man Shift drücken und bei Shift wird alles proportional sich bewegen und entsprechend groß sein. Enter gedrückt, dann hat er das auch übernommen. Dann haben wir hier die Lupe. Rechte Maustaste drücken bringt wenig, linke Maustaste und die Maus nach links bewegen kann man aus dem Bild herauszoomen und hereinzoomen mit Bewegung nach rechts. So, dann sehen wir nämlich mal die ganze Schönheit des Titels, den wir auch gleich noch färben werden in Schwarz. Warum, erkläre ich gleich. Na, richtig Schwarz wäre besser. Was sollte dann das sein? Das sieht einfach ein bisschen rot aus. Warum das denn? Das ist ja komisch. Aha, okay. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Gut, wir färben es ein. Das geht mittels... ohne Netz und doppelten Boden. Kontur füllen geht gar nicht so einfach, weil es ein Text ist. Und einen Text kann man nur ändern, indem man hier oben die Textfarbe ändert. Genau, und schon ist es richtig schwarz. Genau, dieses Textfeld, dieses Farbfeld, was gesagt, ist nur dafür da, dass wenn man etwas malen möchte, wie wir es ja auch tun wollen, auf einem extra Layer, dass man dann die Farbe hier anwählen kann. So, bam, da sind unsere Krickelkrakel, ein kleiner I-Punkt, hier noch ein bisschen... Da noch ein bisschen roter Schnee und natürlich hier unten. So, wunderbar. Das soll es auch schon gewesen sein. Das Ganze speichern wir ab und zwar wohlweislich in einem Ordner, den wir uns vorher erstellt haben. Der liegt bei mir auf dem Desktop. Es ist ein Mac, deswegen heißt es hier Desktop. Da drauf liegt hier unser Tutorial-Folder und da nennen wir das Ganze jetzt mal Titel _. Speichern das ab als Photoshop mit Ebenen. Und jetzt können wir Photoshop auch schon wieder verlassen. Und zwar machen wir das, indem wir sagen Quit. Dann öffnen wir Premiere. Premiere öffnet sich immer mit diesem Fenster. Hier nennen wir das Ganze auch Tutorial_Title. Und speichern es natürlich auch im selben Pfad, der ist ja hier schon angezeigt, ab. Die ganzen Größen können uns erstmal egal sein. Warum, erkläre ich sofort, wenn sich Premiere geöffnet hat. Das hat es auch schon getan. Premiere sieht folgendermaßen aus. Man hat hier ein Player-Window und ein Record-Window. Man sieht hier unten die Timeline von dem Recorder-Fenster und man hat hier ein Import-Fenster, hinter dem sich in anderen Reitern auch noch andere schöne Sachen befinden, die man übrigens alle auch über Fenster erreichen kann, wie in fast jedem Programm auch. Doppelklick hierauf bzw. Datei importieren bringt uns auch gleich unser Tutorial-Grafik. Da ist er. In Premiere hinein und da es eine Photoshop-Datei ist, fragt er uns etwas ganz Wichtiges, und zwar ob wir die Layer einzeln haben wollen oder ob wir die Komposition zusammen haben wollen. Nein, wir möchten einzelne Ebenen haben, und zwar wir möchten den Hintergrund haben, den Titel und die Ebene 1, welches bei uns das Krickelkrakel war. Jetzt gehen wir hier rein und nehmen uns den Hintergrund und werden uns den gleich hier reinziehen in dieses Fenster. Das ist jetzt hier für eine gewisse Zeit drin. Das hat damit zu tun, dass man bei Premiere grundlegend in den Voreinstellungen einstellen kann, wie lang ein Standbild sein soll. Das steht hier. 5 Sekunden habe ich da eingetragen. Das kann man auch ändern, bloß ich lasse es auf 5 Sekunden. Das ist immer eine überschaubare Größe. Braucht man es noch länger oder kürzer eben, kann man es ja hier jeweils mit diesem Werkzeug anfassen und hinten genauso wie vorne verändern.
Warum habe ich das gemacht? Das will ich euch folgendermaßen erklären. Wir wollen ja nicht nur irgendwie einen Titel animieren, das könnte ich auch in After Effects machen, das erkläre ich aber mal später in einem zweiten Teil, sondern wir wollen Videoschnitt hier mitmachen. Also muss ich mal schauen, was habe ich denn noch an Videoschnitt da? Dazu gehen wir ganz kurz mal in unseren Finder. Und das ist unser Verzeichnis. Und in dem Verzeichnis habe ich einen Filmclip drin. Ich spiele den mal kurz an. Da ist ja so ein bisschen Bienenschleudern drin von mir. Seht ihr ja hier einige schöne Effekte. Und das wollen wir zusammen mit einer erworbenen Musik. Das ist die. Wollen wir das schneiden und dazu den Titel einblenden. Das heißt, wir können uns beim Mac geht das mit Drag and Drop einfach den Titel hier reinziehen. Das dauert eine Sekündchen. Dann ist der Titel hier. Und genauso kann ich mit Apfel I Datei importieren oder Doppelklick in dieses Fenster hier unten mir nun auch noch meinen Kameraclip hier importieren. So, und um euch das kurz zu erklären, warum habe ich das Hintergrundbild hier reingezogen? Ich möchte ja am Ende eine Komposition haben oder einen Film haben, der 1280x720 Pixel groß ist. Wenn mein Kameravideo jetzt aber 4K ist zum Beispiel, dann ist das riesengroß und fett und ich kriege es aber niemals auf die genaue Größe von dem Premiere-Fenster. Das erreiche ich letzten Endes aber dann dadurch, dass ich es zum Beispiel, pass mal auf, ich nehme das mal hier ganz kurz, ich lege das mal hier rein. Da ist es. Und jetzt kann ich das anklicken und kann dann hier über Bewegung skalieren, einstellen, welche Größe es hat. Ihr werdet gleich sehen, es hat schon die richtige Größe, aber hier kann man eben viel kontrollierter die Größe einstellen. Und jetzt kommt der Clou. Die Hintergrundgrafik ist 1280x720, hatten wir ja in Photoshop so angelegt. Und damit ist dann auch automatisch meine Komposition so groß. Und den kann ich jetzt also wieder wegschmeißen, den brauche ich nicht. Ich brauche auch das Hintergrundbild nicht mehr. Er hat ja die Sequenz mit 1280x720 erstellt. Und um es mal vorwegzunehmen, es gibt 100.000 Wege nach Rom. Das ist meiner. So, jetzt gehen wir hier rein. Haben jetzt ja hier viele, viele Effektschnitte, die wir schon gesehen haben. Und ich gehe jetzt mal auf einen. Und zwar, der müsste sich in etwa hier befinden, genau. Man kann ein Bild zurück mit den Cursor-Tasten und 10 Bilder zurück mit Shift und Cursor-Taste. So, und ich gehe hier hin, sage, das ist mein Input. Und gehe jetzt ein Stückchen weiter und sage, hier ist mein Output. Den brauche ich nicht unbedingt, aber ich will euch etwas zeigen. Ich nehme dieses Video jetzt mit Drag and Drop oder über diese beiden Schalter kann ich es auch machen und ziehe es mir hier rein. Da ist mein Video. Es ist sehr kurz oder sehr klein. Das hat damit zu tun, dass man hier unten einen Zoom-Balken hat. Den kann ich etwas größer machen. Und das wäre jetzt mein erster Schnitt. Danach möchte ich gerne Folgendes schneiden. Ich habe noch so eine Szene hier irgendwie gemacht, glaube ich, beim Schleudern gestern. Nee, die nicht. Die hier. Die ist toll. Input kann man auch mit I machen. Ne? Steht ja hier dahinter immer in Klammern. Und Output mit O. Das heißt, wir gehen ein Stückchen weiter. O. Und den ziehe ich mir dahinter. Und jetzt gucke ich mal, ob ich noch etwas Drittes habe. Das wäre ganz toll. Genau, da habe ich noch etwas. Input und Output. Und das ist im Grunde genommen schon der kleine Videoschnitt, den wir jetzt hier gemacht haben. Cut 1, Cut 2. So, und das Ganze will ich aber passend auf Musik machen. Dafür habe ich ja diese Musik hier erworben. Und die lege ich mir hier rein und wenn ich diesen Bereich hier vergrößere, dann seht ihr, dass ich auch die Waveform sehe. Und wenn ihr ganz genau hinhört, dann habt ihr am Anfang ein Zirzen gehört. Und dieses Zirzen nehmen wir natürlich weg. Es gibt auch dafür wieder zwei Wege. Ich nehme mir einfach nur meine Rasierklinge, teile das dann mit hier unten, den Audioclip, und schmeiße den Anfang einfach weg und ziehe mir den Rest hier ran. Und jetzt schon werdet ihr hören. Passt witzigerweise auch schon fast, aber ich möchte es noch etwas schicker machen, das erkläre ich euch gleich, doch zuvor nochmal, dass man das auch anders editieren kann, wenn ich in Super Brothers hier hineingehe, in den Clip, auch diesen Schnipsel und kann ja dahinter erst meinen Input legen, wenn ich das so möchte. Es gibt also immer ganz, ganz viele. So, weiter im Text. Wir haben also den Sound unter den Bildern und wollen jetzt die Bilder etwas schicker machen. Dass es einfach schicker aussieht mit dem Einblenden. Wir sehen ja an dem Peak der Audio-Waveform, wo die Musik, wo der Klang am höchsten ist. Und in dem Moment möchte ich immer das Bild richtig schön eingeblendet haben und danach soll es sich ausblenden. Dafür liegen die auch schon ganz richtig. Ich mache aber eins, ich ziehe mir den noch ein Stückchen weiter hierher. Den ziehe ich mir hierher, damit ich den Peak hier auch richtig erreiche. Und bei dem mache ich das Gleiche auf diese Art und Weise. Und jetzt gehe ich einfach, ich vergrößere mir das noch etwas, gehe hier auf die höchste Stelle
und sage mir in dem Clip beim Effektfenster, wenn ich das nicht sehe, kann ich immer über Fenster, Effekteinstellungen, hier auf die Deckkraft klicken und zwar 100% einen Keyframe setzen mit diesem Zeichen. Gehe an den Anfang, sage dort 0 und jetzt seht ihr schon, wenn ihr hier langslidet, dass es eine Einblendung gibt und sage am Ende soll es auch wieder 0 sein. An der Stelle 0. Jetzt gehe ich auf den nächsten, der hat natürlich keine Keyframes bisher. Der erste hat welche, nämlich 3 Stück. 0, 100, 0. Und dann machen wir das hier auch. Wir gehen hier hin, Deckkraft aufmachen, 100%, an den Anfang gehen, 0% und an das Ende gehen, auch 0% sagen. Und jetzt können wir, wenn wir uns das schon mal angucken, ab Anfang sieht es schon so aus. Das müssen wir mit dem dritten jetzt auch noch machen. Das heißt, wir gehen auch bei dem dritten auf den Peak, der ist dort, sagen ihm bei Deckkraft, Dreieck hier, aufdrücken, 100, gehen an den Anfang, sagen 0 und gehen ans Ende. Und es gibt mehrere Wege nach oben, wisst ihr schon. Und da könnten wir jetzt hier auch wieder 0 eintragen. Ich kann aber auch den ersten Keyframe anwählen, indem ich hier so ein Viereck drum ziehe, Copy und an der Stelle bin ich und Paste sagen. Und dann ist dort auch 0. Ja, also diese Copy and Paste Sache funktioniert auch bei Keyframes. Jetzt gucken wir uns das mal an. Und jetzt wollen wir noch, und dann ist das Tutorial auch schon zu Ende, den Titel einblenden, den wir vorhin importiert haben. Der Titel besteht aus einer eigenen Sequenz, das können wir hier auch anwählen. Nein, das stimmt nicht, da habe ich was Falsches erzählt. Der besteht aus 3 Layern, nämlich dem Hintergrundbild weiß, der Ebene 1, unserem Krickelkrackel und dem Titel an sich. Und der Titel soll erscheinen mit dem dritten. Mit dem dritten Bild, deswegen lege ich ihn hier. Ich kann ihn direkt aus dem Fenster hier neben hierher packen. Direkt hier drüber, dann muss Premiere kurz rechnen und da ist mein Titel. Und ihr seht, er ist in schwarz, das ist nicht ganz so schön. Das können wir aber alles noch ändern, das zeige ich aber auch eher mal später. Das heißt, der Titel soll hier erscheinen und zwar immer nur dann zu sehen sein, wenn das Video erscheint. Und sagen wir mal, damit wir es besser lesen können, ab dem zweiten. Das heißt, wir gehen hierher und damit man es hier noch nicht so ganz sieht, sage ich, die Deckkraft ist hier noch nicht ganz 100%, sondern sagen wir mal 50%. Damit es so langsam einblendet. Hier am Anfang ist er 0, 0%. Und erst, hier ist er ja dann wieder weg, erst hier an der Stelle soll das Ding 100% sein und soll dann aber auch hier mit dem Ende auch wieder weg sein. Das brauche ich eigentlich nicht machen, damit hier schwarz ist und wir wieder ins Schwarz blenden. Aber der Vollständigkeit halber habe ich das noch gemacht. So, schnell erklärt, schnell begriffen, würde ich sagen. Viel Spaß mit dem Tutorial beim Wiederholen oder nochmal schauen und ansonsten Teil 2 wird sich dann mit After Effects befassen und einigen anderen Möglichkeiten nach oben zu kommen. Bis dahin!